Wir behaupten und stellen heute unter Beweis, gut kochen muss nicht teuer sein. Wir kaufen ein gutes Stück Rindfleisch und eine ganze Menge Gemüse und machen daraus 4 verschiedene Gerichte. Seien Sie gespannt. Come on, come on. Good food. Schau mal, wasch mir das doch mal bitte. Ja, okay. Das ist das Wurzelwerk oder ein Teil des Wurzelwerks, was wir brauchen, um unser Seedfleisch zu kochen. Und als Fleisch habe ich ein Stück gekauft, was wunderbar mager ist, aber auch schöne Fettteile hat und was erheblich billiger ist als ein Tafelspitz oder irgendein anderes teures, mageres Fleisch. Denn das ist der Brustkern oder die Querrippe. Und die Rippe, das sind diese Knochen, die gehören hier in diese Zwischenräume rein. Die hat mir der Metzger schon liebenswürdigerweise ausgelöst. Aber die brauchen wir natürlich dann auch, um unsere Brühe herzhaft zu machen. Ich habe für die Brühe schon mal einen Topf Wasser hingesetzt. Das Wasser beginnt gerade zu kochen. Und als erstes gebe ich rein die Knochen. Die liegen dann am Boden und können schon mal einen Schutz bilden zwischen dem heißen Boden und dem Fleisch, was ich jetzt hier oben drauf setze. Und man sieht, das ist wirklich ein tolles Teil, mit dem wir eine Menge anstellen können. Das lege ich jetzt hier oben drauf. Salz muss noch rein. Das ist ganz wichtig, bitte. Ja? Salz unbedingt am Anfang mit dazufügen. Durch die Osmose entsteht nämlich dann zwischen dem Salz und dem Fleisch ein Spannungsunterschied und dadurch werden die guten Säfte aus dem Fleisch rausgezogen. Aber natürlich nicht alle, weil wir es nicht aufkochen, sondern nur sanft ziehen lassen. Sieden lassen, wie das heißt ja, Siedfleisch und nicht Kochfleisch. Und da gibt es jetzt ein bisschen Gewürze rein, ein paar Pimentkörner. Dann geben wir ruhig ein bisschen Wacholder rein, finde ich immer ganz gut in der Brühe. Und wir brauchen vielleicht auch ein bisschen Pfeffer. So, das ist gut. Das ist ja ein großer Topf und wir wollen ja viel herzhafte Brühe haben. So, und diesen Teil habe ich eben auch ausgeschnitten, die brauchen wir weg. Auch nicht. Und die Schale von dieser Möhre kommt hier rein. Und damit du mir nicht dauernd dazwischen schwatzt, gebe ich dir jetzt hier die äußeren Teile vom Lauch. Sehen Sie, diese äußeren, dünneren Teile, die wollen wir eigentlich auch nicht nachher essen. Die kommen in die Brühe und hier oben das Dunkelgrün schneiden wir einfach beherzt ab, schlitzt es dir noch auf und du bist zu nett und wäschst mir das auch aus. Und diese äußere Schale kommt auch noch rein. Wie gesagt, das ist kein Abfall, sondern das kommt alles in unseren Suppentopf. Und dasselbe mache ich hier mit den Möhren, die er so wunderbar gedürstet hat, damit hier ordentlich Geschmack in die Brühe kommt. Und diese geschälten, wunderschönen Teile, die kommen nachher, wenn das Fleisch gar gekocht ist und der Moment naht, an dem wir es essen wollen, kommen dann diese Stücke ungefähr eine halbe Stunde vorher im Ganzen in den Topf. Und dann können wir sie darin bissfest kochen. Dann schneiden wir sie erst in Scheiben und können sie anrichten. Jetzt machen wir mal hier die Hitze wieder entsprechend hoch. Das kommt auch rein. Ja, das ist gut ausgewaschen. Jede Menge Geschmack drin. Und was wir jetzt noch brauchen, ist eine schöne Zwiebel. Und beim Sellerie, da muss man ein bisschen aufpassen, hier unten drin. Das kann man nie so sauber kriegen, dass alles rausgeht. Weil das sind ja geradezu Höhlungen hier drin. Also das schneide ich doch ein bisschen großzügiger als sonst weg. Man kann natürlich auch ein bisschen von der Zwiebelschale drin lassen. Das gibt der Brühe nämlich eine gute Farbe. Und die Zwiebel wird nur geviertelt. Das reicht vollkommen. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Lorbeerblatt. Ich habe hier frisches. Das muss nicht sein. Getrocknet ist das genauso gut. Aber es gehört unbedingt rein. Und jetzt sammle ich dieses ganze Gemüse in einer Schüssel. Und dann können wir die erstmal mit einem feuchten Küchenpapier abgedeckt beiseite stellen und warten, bis unser Fleisch fertig und servierbereit ist. Weil das aber eine Zeit lang dauert, haben wir gestern schon mal genau das, was wir hier gezeigt haben, aufgesetzt. Das hat 3 Stunden vor sich hingezogen und da ist dieses Fett rausgekocht. Und das hebe ich jetzt ab, weil das brauchen wir nicht in unserer Suppe. Ja, wir können es aber aufheben, weil wir machen nachher Bratkartoffeln und dann haben wir gleich das richtige Fett dafür. Es wird einfach überhaupt nichts weggeschmissen, was verwendbar ist bei uns.
So, diesen Schaum wissen Sie schon, nicht abschöpfen, auch wenn es überall so steht, weil der sorgt ja dafür, dass die Brühe klar bleibt. Ja, und da habe ich das jetzt erhitzt und das Fleisch raus. Und ich sage Ihnen, es duftet ganz, ganz gewaltig gut. Und nun sehen wir, wie das Fleisch aufgegangen ist und wie diese ganzen Sehnen sich auch aufgeplustert haben und enorm viel Platz einnehmen. Und Fett ist ja etwas, was manche Leute durchaus schätzen, und ein bisschen was davon, das sollte man als Liebhaber sich auch gönnen. Deswegen also nicht alles wegtun und dem Hund verfüttern, sondern ruhig ein bisschen beiseite tun und den Liebhabern auf den Teller setzen. Die schmecken so gut, dass man zum Beispiel in Sizilien diese Sehnen auf dem Markt fertig gegart extra kaufen kann als Portion. Ins Brötchen gepackt mit ein bisschen Chili-Soße. Ach, das ist einfach Nervetti. Der Wahnsinn. Nervetti. Mm. Willst du die schneiden? Ja, pass mal auf. Ich habe ja ganz verschiedene Dinge damit vor. Trennen diese Partie von der unteren so und legen die mal beiseite. Das sind nämlich Stücke, die können wir nachher in Würfel schneiden und daraus eine Sülze machen. Und dieses Stück hier, das schneiden wir jetzt erstmal, warte mal, das ist hier beiseite, das schneiden wir jetzt erstmal in die Portionsscheiben, die wir dann im Teller anrichten wollen. Das ist ja das Schöne, dass wir eben so viele verschiedene Partien an diesem Fleischstück haben, dass wir die elegant unterschiedlich anrichten und auftischen können. So, und jetzt habe ich hier in Brühe gekochtes Gemüse, also das, was wir beiseite gelegt haben. Ich brauche mal einen Löffel, sonst zerbrechen mir diese wunderbar in Bouillon gekochte Kartoffeln. Das ist überhaupt das Allerschönste. Du kannst so gut sein, noch ein bisschen Petersilie oder Schnittlauch schneiden. Das ist mir gerade eingefallen, dass das ja dringend notwendig ist. Dann haben wir hier diese Fleischstücke drin. Und wenn jetzt jemand hier sich das anguckt, dann kann er doch nur sagen, ist das nicht ein bildschönes Gericht? Und schmecken tut das. Und es hat außerdem auch noch gesundheitliche Vorteile. Es ist kalorienarm, es ist schlank, es ist frisch. Es ist einfach was Köstliches. Bisschen Lauch noch. So, das ist die erste Portion von unserem Siedfleisch. Mit ein bisschen Brühe. Mit Brühe beschöpft. Und wenn man dann noch mag, ist natürlich der Gipfel, ein bisschen frischen Meerrettich drüber reiben. Und das ist ja so wenig, da braucht man ja nur ein bisschen von. So eine Meerrettichwurzel, die hält ja wochenlang, monatelang, vor allem, wenn man sie einfriert. Hier habe ich nämlich unseren Meerrettich, der mit dem ewigen Leben, immer in der Folie aufbewahren, sie immer gut verschließen oder in eine Plastiktüte tun und wie gesagt einfrieren und ruhig im gefrorenen Zustand über das Essen reiben, was man braucht, und gleich wieder einfrieren. Das ist gute Küche. Genau. Und wenn man ein Schnittlauchtöpfchen auf der Fensterbank hat, dann kann man auch noch ein bisschen Schnittlauch oben drauf tun. Und dieses zwiebelige Frische adelt das Steakfleisch geradezu. Und es ist ein ganz tolles Essen, was jeder liebt. Also ich muss mir hier gleich ein Stückchen voll runterschneiden. Und zwar nämlich das. Das ist alles Sehne. Und das schmeckt. Ja, das ist wirklich köstlich. Schneid mir mal da ein Stückchen runter. Wunderbar. Einfach ein gutes Stück Fleisch. Und wir haben ja, ich meine, was wir alles hier noch übrig haben. Wir haben einen Riesentopf Brühe, wir haben noch einen Berg von Gemüse. Und was wir daraus noch machen können, das zeigen wir Ihnen jetzt. Jetzt haben wir ja noch jede Menge Fleisch und Gemüse. Und daraus machen wir Sülze. Und das schmeckt wunderbar zu Bratkartoffeln. Das Fleisch, hier so ein schönes, mageres Stück, hat hier oben noch ein bisschen eine Fettschicht. Und wenn ich das in eine Sülze packen will, dann muss das Fett weg, weil wir essen die Sülze ja kalt. Und das kalte Fett ist natürlich überhaupt kein Vergnügen. Für die Frische sorgt natürlich das mitgekochte Gemüse. Bloß der Lauch, den man mitgekocht hat oder der mitgesotten hat, der ist natürlich zu weich. Deswegen haben wir hier einen rohen Lauch geschnitten. Ganz fein, und der kommt jetzt in die heiße Brühe, darf hier ein bisschen ziehen und dabei weich werden. Und was ganz wichtig ist, dass in der Sülze auch schon saure Elemente sind. Also eine Gewürzgurke habe ich jetzt hier in feine Streifen geschnitten und die werden dann gewürfelt. Und wer will, kann auch noch ein paar Kapern nehmen. Das muss nicht sein, aber wenn man Kapern zu Hause hat und wenn man die dann damit reinmischt, dann ist das sehr schön. Die schneide ich auch noch ein bisschen klein. Das Fleisch in sehr exakte Würfel schneiden. Und wir mischen nun all diese gewürfelten Zutaten in einer Schüssel. Hier habe ich schon mal noch mal ein bisschen Petersilienwurzel
gewürfelt. Vom Sellerie kommt was dazu, von der Möhre natürlich, weil die Möhre auch für den schönen Farbklecks sorgt. Dann habe ich noch ein bisschen Petersilie fein gehackt. Und ich kriege vom Moritz die Gürkchen und der Lauch, der ist inzwischen, der braucht nicht richtig weich zu werden. Und den spüle ich auch noch ganz schnell kalt ab. Weil der Lauch, wenn er noch warm mit Säure in Verbindung kommt, verfärbt er sich. Dann wird er grau und dann sorgt er nicht mehr für eine schöne Farbe in der Sülze. So, ich glaube, ich könnte hier noch ein bisschen Möhre gebrauchen. Wir erinnern uns, wir haben diese Möhren und Selleriestücke und Petersilienstücke haben wir erst zum Schluss in die Brühe getan, damit sie ihren Biss behalten und nicht komplett weich gekocht sind. So, und jetzt habe ich also hier diese ganzen Bestandteile in einer Schüssel gemischt und habe hier diese Becher oder Tambal-Förmchen. Wenn man sowas nicht hat, dann nimmt man einfach eine Tasse. Ich brauche Pfeffer, ich brauche Salz. Das ist zwar in der Brühe gekocht worden, aber wenn wir jetzt mit der Gelierbrühe drüber kommen, dann stellen wir fest, dass es da noch mal mehr Würze braucht. Sobald die Dinge abgekühlt sind, verschwindet viel Aroma und die Gelatine raubt Geschmack. Deswegen muss sowas sehr, sehr kräftig gewürzt sein. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Gemüse. Ich nehme noch mal von der Möhre und ich nehme auch noch ein bisschen Sellerie, der fehlt noch ganz. Ich habe hier ein bisschen Eis geholt. Da können wir diese Schüssel mit den warmen Sachen jetzt reinstellen. Damit es gut abkühlt, okay. Und wir brauchen noch, jetzt miss mal bitte Brühe ab. Da habe ich einen Mixbecher hingestellt. Wir brauchen ungefähr für diese Förmchen 200 Milliliter Brühe. Und da nehmen wir 2 Blatt Gelatine. Die muss man in kaltem Wasser einweichen. Man weiß ja, die fließt davon, wenn man sie in warmem Wasser einweicht. So wie sie jetzt auch gleich sich mit dieser warmen Brühe verbindet. Willst du das nachher hier drauf reingegossen haben? Nee, wir mischen es nicht, sondern ich fülle die ganzen Bestandteile in die Form. Du kühlst die Gelatine ein bisschen vor. Ja. Man könnte sie auch in den Tiefkühler stellen. Ja, aber dann kann unter Umständen das am Rand schon ansetzen. So, ich denke mal, dass das jetzt eine gute Mischung ist. Schöne grüne Farbkleckse sind drin. Noch eine kleine Prise Salz. So, und jetzt das einfach hier in die Förmchen verteilen und ruhig ein bisschen festdrücken, damit nachher die Sülze schön dicht ist und kompakt. Also ich schmecke die jetzt mit ein bisschen Essig ab. Ich würde nicht zu viel hinzutun, weil wenn sie zu sauer ist, kann man nichts mehr machen. Und wir werden ja nachher eine Vinaigrette dazu bereiten. Genau, da hast du recht. Jetzt hole ich noch ein bisschen Folie und dann machen wir es zu und stellen es kalt. Zu unseren Sülzchen schmecken natürlich Bratkartoffeln wunderbar. Und da haben wir vielleicht 2-3 alte Kartoffeln von gestern, oder? Ich habe ja noch die Bouillon-Kartoffeln, da sind 4 Stückchen übrig geblieben. Ja, das können wir auch mischen. Also je nachdem, was man hat, das kann man alles mischen. Wichtig ist, dass man eine anständige Pfanne hat. Und ich muss an dir vorbeigreifen. Und wir haben uns doch aufbewahrt, das Fett, was sich oben an der Brühe abgesetzt hat. Das ist nämlich prima für Bratkartoffeln. Schauen, dass die Flüssigkeit, die dieses Fett abgegeben hat, dass man das möglichst gut abtropft, sonst spritzt es allzu sehr in der Pfanne. Es wird spritzen, das lässt sich nicht vermeiden, weil da ist einfach noch zu viel Brühe dran. Genau. Aber das macht nichts, weil wenn wir dann gleich die Kartoffeln dazugeben, dann ist das mit dem Spritzen überhaupt kein Problem. Trotzdem eine gewisse Hitze erreichen lassen und dann die von dir mustergültig fein geschnittenen Kartoffeln. Geht mir runter, nicht wahr? Lob kann jeder Mensch gut vertragen. Ja, sogar. So, also das erstmal in der Pfanne verteilen, ruhig die Bouillon-Kartoffeln dazugeben und jetzt erstmal langsam anbraten. Ja, und außerdem braucht man zur Sülze natürlich eine Vinaigrette. Ich jedenfalls brauche das. Also ich habe hier so eine rote Zwiebel und die hat schon ein bisschen ausgetrieben. Und das wird natürlich nicht weggeschmissen, sondern das wird auch klein gehackt. Das brauchst du jetzt auch gleich, den Pfeffer? Ich brauche dann auch gleich Pfeffer für die Vinaigrette. Also Salz.
Dann Pfeffer, kannst du gleich pfeffern. Ein bisschen Petersilie, dann eben die gehackte Zwiebel. Dann kommt hier ein bisschen Senf dazu. Dann hole ich mir einen Essig. Ich nehme einfach einen Apfelessig und ich hole mir einen Schneebesen. Ich finde immer erstaunlich, wie viel Vinaigrette man mit einer Sülze vertragen kann. Und schließlich Bratkartoffeln. Weiß nicht, das muss nicht jeder mögen, aber ich mag's. Eine Salatsauce über Bratkartoffeln macht aus den Bratkartoffeln geradezu zwangsläufig einen Kartoffelsalat. Und Sie wissen ja, ein Tag ohne Kartoffelsalat ist kulinarisch gesehen ein verlorener Tag. So, und wenn das jetzt alles schön vermischt ist, dann gebe ich ein Öl dazu. Und für dich habe ich eine Sauciere oder ist die zu groß? Ja, das ist sehr gut. Ja, du bist ja noch nicht fertig. Da kommt noch ein bisschen was dazu, ja. Ja. Unsere Bratkartoffeln werden langsam. Also Bratkartoffeln ist kein Schnellgericht, ne? Da muss man schon ein bisschen Geduld haben. Immer wieder schütteln, schauen, dass sich die Kartoffeln auch auf der noch nicht gebräunten Seite dem Pfannenboden widmen. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen grobes Salz dran getan. Ich gebe jetzt auch ein bisschen Kümmel dran. Das ist zwar nicht jedermanns Sache, also wer es nicht mag, man muss es halt weglassen. Aber ich finde Kümmel bei Bratkartoffeln Gott sei wunderbar. Dank mögen wir beide Kümmel. Ein unterschätztes Gewürz. So hören sich richtige Bratkartoffeln an. Die rascheln. Und dann kann serviert werden. Wir brauchen als erstes die Sülze. Genau, das kann man weg. Die werden jetzt erstmal mit einem spitzen Messer vom Rand geschnitten, einfach bis zum Boden runterfahren und dann rundum entlang fahren. Und dann müsste es sich eigentlich lösen. Mal sehen. Das ist immer der Vorführeffekt. Herein, jawohl. Oh, da ist ein bisschen was hängen geblieben. Das setzt mir einfach die Krone drauf. Da kommt nachher Vinaigrette drauf, das sieht kein Mensch. Und Sie verraten mich nicht, nicht wahr? Man kann sie natürlich auch ganz kurz in heißes Wasser tauchen. Dann hat man vielleicht das Glück, dass man genau den Zeitpunkt erwischt. Das ist immer dasselbe. Und dafür ist das schön ausgegangen. Und dann kommen ein paar Bratkartoffeln auf den Teller. Und wir warten noch auf die Vinaigrette. Also ich gebe die Vinaigrette jetzt hierher. Jawohl. Und schon sieht den anderen lasse ich mal so. Jawohl. Dann stellen wir hier das dazu. Und ich habe hier noch ein bisschen Meerrettich. Der passt natürlich auch glänzend dazu. Und natürlich habe ich auf die Bratkartoffeln ein bisschen Petersilie. Ja. Ui, ui, kommst du rüber? Ja, ich komme mühsam, aber ich komme rüber. Okay. Und das ist doch ein Wahnsinnsessen. Ich finde auch, es ist was Köstliches und kostet fast nichts. Und schmecken muss sie auch gut, oder? Mhm. Ein tolles Essen. Kann man nicht besser machen. Also ich muss uns selber loben. Sollte man sich auch leisten, wenn man nicht sparen muss. Ja. Für unser nächstes Gericht nutzen wir natürlich wieder von unserer Brühe was. Wir haben ja immer noch frisches Gemüse, das wir schön klein geschnitten darin einsetzen können. Und wir haben auch noch gekochtes Gemüse. Das werden wir auch dafür verwenden. Und natürlich Fleisch. Und es wird ein Eintopf, den wir anreichern mit Grießklößchen. Als erstes müssen wir uns jetzt aber mal um die Brühe kümmern und die versorgen. Und das geht nun so. Um wirklich wirtschaftlich zu arbeiten, ja, muss ich diese... Kann ich dir behilflich sein? Ja, du kannst mir diese Brühe mal hier rüberschöpfen, aber nicht alles bitte. Ne? Ja, wir dürfen nicht den Topf rumstehen lassen oder auch einfach in den Kühlschrank stellen, weil das tut ihm nicht gut. Die Brühe hält sich viel besser, wenn man sie rausnimmt, abschöpft. Und außerdem können wir diese Bestandteile, die sich jetzt hier unten noch im Topf befinden, also von unserem vorigen Brühenansatz, können wir jetzt wunderbar nochmal anreichern und neu auskochen und haben dann nachher nochmal zusätzliche Brühe. Noch einmal kannst du rein. Also den Boden ungefähr handbreit bedeckt lassen, das ganze Wurzelwerk drin lassen. Und dann kommt Neues rein, denn das muss natürlich jetzt wieder verstärkt werden. Zum Beispiel jetzt, wenn Martina Petersilie. Die Petersilie braucht, da kommt der Stiel rein. Dann ist hier noch ein bisschen Lauch wieder übrig. Ein Stückchen Zwiebel. In dem Fall darf auch ein bisschen Knoblauch dazu.
Ja, habe ich mal vorgesehen. Ja? Oh, die Zwiebel. Hast du gesehen, dass die? Da wollte ich das nämlich noch zeigen. Genau. Siehst du, du hast gar nicht gut geguckt. Ich habe wieder was falsch gemacht. Was heißt wieder mal? Aber hier oben, schau mal, da ist unter dieser Haut Schimmel. Und das wollen wir natürlich nicht drin haben. Ja, auf keinen Fall. Ja, sowas kann immer passieren. Ich habe das vorhin gesehen. Und wenn man die Schale sonst dran lassen will, dann muss man eben darauf achten. Hier haben wir übrigens auch noch was, was in die Brühe zurück soll, nämlich die Abschnitte, Fettabschnitte, Sehnenabschnitte, die wir nicht essen wollen. Das ist aber trotzdem kein Abfall. Da steckt Kraft und Geschmack drin. Das kommt wieder zurück in den Suppentopf. Ja, vor allem das Fett, das macht natürlich unglaublich viel her. Dann und dann hole ich dir mal Wasser. Das steht da bereit. Schon. Und dann wird es nämlich noch mal mit Wasser bedeckt. Und wir würzen auch wieder Pimentkörner, ein bisschen Pfeffer. Ich habe hier auch noch einen Sternanis. Salz. Kann man auch mal machen, gerade wenn man den Knoblauch drin hat. Also die Würze muss ja nicht gleich bleiben. Und auch hier wieder aufkochen, Schaum sich setzen lassen, Deckel drauf und noch mal 2 Stunden kochen. Du hast jetzt auch wieder gesagt, kochen. Wir werden es nicht ein einziges Mal richtig ins Kochen geraten lassen, sondern wir werden es wieder eben bei guter Hitze langsam ziehen lassen. So. Jetzt haben wir hier erstklassige Brühe, um das frische Wurzelgemüse, was wir für unseren Eintopf brauchen, gar ziehen zu lassen, nämlich die Möhre, Petersilienwurzel und Sellerie rein. Und als Einlage, als sozusagen Sättigungsbeilage für unseren Eintopf, machen wir Grießklößchen. Das ist ja auch so ein Ding, das hat man so ein bisschen vergessen und es ist was Wunderbares. Das schmilzt auf der Zunge und es ist einfach ein schöner Bestandteil in einem Eintopf. Dafür brauchen wir Milch. Wir kochen die Milch auf und brauchen, wenn es kocht, Hartweizengrieß. Und da habe ich dann auch beim Einkaufen festgestellt, da gibt es enorme Unterschiede im Preis, ob man ein Markenprodukt nimmt oder so eine hauseigene Handelsmarke heißt das. Also da kann man mühelos auch auf das Markenprodukt verzichten und diese Handelsmarke nehmen. Das macht einen Unterschied von, ja, das kostet ein Fünftel. Wir geben in die aufkochende Milch ein bisschen Salz. Nicht zu viel, weil wir nachher noch einen Käse reinrühren. Ein bisschen Pfeffer und Muskat. So, und dann gibst du mir bitte einen Kochlöffel. Weil, wenn jetzt der Grieß reinkommt, dann müssen wir rühren, damit keine Klümpchen entstehen. Und Sie werden sich jetzt wundern, kein Ei? Nein, kein Ei. Braucht man nicht. Das ist ganz flaumig und duftig, wenn kein Ei dran ist. Und sobald es kocht, stell mal bitte klein, kommt der Grieß rein. Und zwar unter stetem Rühren. So. Auf kleinem Feuer. Jetzt habe ich ein bisschen was daneben gegessen. Gib mal her, das muss man in der Hand haben. Deswegen ist es gut, wenn man es in einem Stieltopf macht. Und ein bisschen Butter rein. Das ist gut für den Geschmack und macht es geschmeidig. Und wenn du so lieb bist, mir den Käse jetzt reinzurühren, also reinzuschütten. So, und der Käse schmilzt jetzt da drin und gibt natürlich auch eine gewisse Konsistenz. Und jetzt lassen wir das ein bisschen quellen, bevor wir Klößchen formen und sie sieden lassen. Ja. Die Grießklößchen formt man am einfachsten mit so einem Kaffeelöffel, drückt es dagegen mit der Handfläche und formt so lange, bis eine schöne glatte Fläche entstanden ist. Ein kleines Grießnockerlei. Und ich habe hier das Fleisch schon mal ein bisschen geschnitten. Genau, das ist noch der letzte Bestandteil. Und den Lauch solltest du jetzt in die Brühe tun, weil der muss jetzt schon noch ein paar Minuten ziehen, damit er schön Geschmack annimmt und nicht mehr so störrisch ist. Und meine Grießnockerl, die brauchen ja auch ein paar Minuten, je nach Größe, zwischen 5 und 10 Minuten. Bis sie dann oben schwimmen und dann sind sie gut. Ne? Dann sind sie gut. Und man kann so eine große Menge machen. Also so eine Tüte kostet wirklich 40 Cent. Das ist ja wirklich nichts. Und man kann sie wunderbar einfrieren und dann haben sie ihre fertigen Nockerl im Eis. Und wenn sie Brühe haben, rausholen, drin auftauen und wunderbar ist. Und hier, da fängt es jetzt langsam an aufzuschäumen und dann kommt der Deckel drauf. Und das wieder 2 Stunden mindestens leise vor sich hinziehen lassen. Das macht die Suppe kräftig. Und jetzt können wir anrichten. Dann können wir anrichten. Ich gebe das Fleisch schon mal in den Suppenteller. Dann schöpft man vom Gemüse obendrauf. Ja, sehr gut. So, und die ersten, erst eingelegten Klößchen, die legt man obendrauf.
So, wenn das kein schöner Eintopf ist, dann weiß ich auch nicht. Auf die Suppe kommt jetzt ein bisschen Petersilie. Und auf die Klößchen kommt ein bisschen Schnittlauch. So, das kostet alles ein Apfel und ein Ei. Und wenn man das so macht, mit ein bisschen Sorgfalt und Fantasie, dann ist es doch eine Symphonie von den Farben und von Wohlgeschmack, der nicht zu überbieten ist. Gut kochen muss nicht teuer sein, aber gut kochen sollte sein. Und jetzt haben wir immer noch genug übrig von unserem Suppentopf und können ein viertes Gericht machen, nämlich einen Nudelgratin. Ja, da mit dem Gemüse und da habe ich die ganzen Fleischreste ausgelöst. Ja. Alles Fett weg, bis auf ganz kleine Reste. Mischt es mal hier rein. Mhm. Und dann kommt das hier dazu. Hoffentlich passt das alles hier rein. Ja, gerade mit Mühe und Not. Das wird jetzt vermischt und hier in die Auflaufform verteilt. Und dann habe ich zwei Eier. Ich nehme ein bisschen geriebenen Käse, ordentlich Muskat, Salz und Pfeffer. Salz muss man aufpassen, denn die Nudeln sind gesalzen, das Gemüse war gesalzen, aber trotzdem. Und wer will, tut noch ein bisschen Schärfe dran, Cayennepfeffer oder Chilipulver. Das kann ja nie schaden, das ist immer gut. Oder ein Paprika, also was eben im Haus ist, was noch ein bisschen zusätzliche Würze gibt. Und das wird verquirlt und verkleppert. Und ich krieg eine Gabel. Du kriegst das. Was krieg ich? Diesen. Ja, passt gerade. Das geht gerade. So, und jetzt kommt etwas, was all diese Zutaten miteinander verbindet. Die Gabel brauche ich. Indem wir das verkleppern. Und gib mir jetzt mal eine Schöpfkelle Brühe bitte dazu. Von allem haben wir ja noch genug. Das wird jetzt hier glatt gerührt. Jawohl. Schön rühren, weil jetzt sollen die Eier ja noch nicht stocken, wenn die Brühe heiß sein sollte. So. Und das verteilen wir nun gleichmäßig über unseren Gratin. So, und du kannst jetzt schon mal ein paar Semmelbrösel holen oder reiben, wenn du willst. Die kommen jetzt hier oben drüber und ein paar Butterflöckchen. Und dann stecken wir diese Form in den Backofen. So. Wunderbar. 20 bis 30 Minuten in den 200 Grad heißen Ofen, Ober- und Unterhitze. 180 Grad Heißluft und dann hat es eine schöne Kruste und schmeckt köstlich. Und schon ist er fertig, unser Nudelgratin. Sieht der nicht fantastisch aus? Und der ist auch ein großes Vergnügen. Ja, super. Sieht toll aus, oder? Ach, und das klingt duftet. Jawohl. Und ein bisschen Grünzeug obendrauf. Ja, klar. Man könnte es ja sogar einen Salat dazu servieren. Ja. So, und du kriegst noch ein Glas Rotwein. Mhm. Und du trinkst ein bisschen Gurkenshooter. Gurkenshooter mit Zitronenschale. Also, wenn man überlegt, dass wir jetzt vier richtig tolle Sachen gemacht haben, aus einem Stück Siedfleisch und ein bisschen Wurzelwerk, ist und doch weißt toll. Weißt du noch, was du dafür ausgegeben hast? Keine 20 Euro. Ja, das ist doch einfach alles irre. Mit allem. Leider sind wir schon wieder am Ende angekommen von unserer Sendung. Ja, bis dann gut gekocht also. Sind. Tschüss. Tschüss. Structures are fortified.
the seeds of hope. Excellent idea. Excellent idea. Not quite as slow now. Dire's top tower has fallen. Scanning.